noch einmal. Ja, ich bin stolz auf meine Arbeit. So, mal gucken, was passiert. Geil! Es hat gereicht, es hat gereicht, es hat gereicht! Ich habe beide Achievements bekommen, die ich haben wollte. Also Cleanliness in Goodliness. Also alles gesäubert. Und ich habe Christmas Crisis habe ich glaube ich nicht bekommen. Mal gerade gucken. F5. Sag mir, was ich bekommen habe. Sag mir, was noch fehlt, besser gesagt. Komm, Steam, do it. Ah! Christmas Crisis Corrected habe ich nicht bekommen. Ach so, ja, weil. Ach ja, doch, ich habe alle bekommen, die ich haben wollte. Also ich habe das alles sauber machen und alle Weihnachtssachen zerstören. Und alles sauber machen und ausloggen habe ich auch bekommen. Und das Stapeln habe ich auch bekommen. Haha. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Santa's Heads Must Die, also 50 mal Santa's, wie heißen sie, 50 mal Santa's Hüte verbrennen. Davon muss ich noch 30 Stück verbrennen, aber es gibt halt nicht so viele normalerweise. Und Christmas Crisis Corrected, ich muss alles sauber machen, ohne Weihnachtssachen zu zerstören. Mal schauen, was habe ich denn, ich bin promoted. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Das ist ja meine Werkstatt. Zusammenfassung. Du hast deinen Workshop verlassen, nachdem du alles ausradiert hast, also alles vernichtet hast, wo du deine Hände dranlegen konntest. Kein einziger Gegenstand war unverbrannt nach deinem Breakdown. Okay. In the end, the workshop was not only clean, but stripped bare. Es war nicht nur sauber, sondern komplett ausgeräumt. Du wurdest promoviert dadurch, also wurdest befördert für das, aber es interessiert dich eigentlich gar nicht. Das Einzige, was dich interessiert, ist, dass deine Kollegen dich jetzt mit fürchterlichem Terror betrachten. Sehr gut. Ja, das ist, hier bin ich zu Hause. Ach, guck mal, eine Zahnbürste. Schade, ich habe hier nichts zum Verbrennen, sonst würde ich hier auch mal direkt...